Guten, ja, ist ja fast Abend. Hallo alle. Jetzt machen wir euch nochmal auf Deutsch. Ein bisschen so ein paar Updaten, ein paar Sachen erklären, was so passiert ist so in den letzten Wochen. Also, Fischen geht's allen super. Die Zeit rückt immer näher, dass die Doktorfische rauskommen. Weil ich hatte ja gesagt, dass ich die rausnehme. Die werde ich jetzt auch rausnehmen. Ich habe halt nur darauf gewartet, bis das andere Becken, wo die reinkommt, 1200 Liter. Das ist jetzt so langsam fertig. Jetzt mal nächste Woche Freitag werde ich sie gerade hinbringen können. Und ja, was gibt bei mir Neues? Also erstmal habe ich ein bisschen rumexperimentiert mit dem Licht. Und ich habe das Licht übrigens auch höher gehängt jetzt. Das hängt jetzt, glaube ich, 45 cm höher. Vorher war 30. Ich vermute, das hat die Korallen zu viel gestresst. Und da haben die ein bisschen das Wachstum eingestellt. Und ich habe auch so gut wie fast keinen Verbrauch. Im Moment schon seit ein paar Tagen gar keinen Kalziumverbrauch. Ich habe jetzt die Dosierung eingestellt, weil mittlerweile bei 560 gelandet. Magnesiumverbrauch hat auch komplett, ist auch blockiert. Komplett blockiert, stillstehend. Ich messe das seit ein paar Tagen. Ich habe das auf dem Computer. Ich kann mal gucken. Das ist das, glaube ich. Und ja, ist natürlich, jetzt habe ich das Licht etwas wieder verändert. Und ich hoffe, dass er dann wieder den Verbrauch wieder so kommt diese. Hier habe ich das mal Computer. Siehst du hier, hier war ganz normal. Und hier habe ich an einem Tag habe ich mehr dosiert. Weil da hatte ich einen 415, dann hatte ich noch 440. Dann habe ich da messte mal eine Woche nicht oder so. Aus der eine Woche sind zwei geworden, mache ich nochmal nie. Und genau da habe ich 560 gehabt. Hat man wieder runtergemacht und seit vier Tagen. Ganz komisch. Ich dosiere gar nichts mehr und habe hier 510, 560, heute 540. Jetzt messe ich am Samstag messe ich nochmal. Lass ich erstmal zwei, drei Tage. Also wie gesagt, läuft auch nicht immer alles so rund. Ich meine, ist jetzt nichts Schlimmes. 560 Calcium ist jetzt nichts Schlimmes, aber ist halt auch viel zu viel. Wir können die Korallen auch gar nicht verarbeiten. Und ansonsten, was habe ich sonst noch? Ja, ich habe mir so eine Antibora Sunrise, heißt die, glaube ich. Ne, Sunset, genau, Sunset gekauft. Was ich machen werde ist, ja so Kaulas Dreher oder sowas werde ich rausmachen. Und die Scheibenanemonen, die kommen auch raus. Die habe ich ja da hinten. Da oben drüber sind schon zwei Akroporen. Und hinten die Parasuanthus, die kommen auch raus. Ich will halt eigentlich komplett auf dem SPS-Becken landen. Also jetzt nicht nur Akroporas, sondern halt hauptsächlich SPS. Die einzige, die ich behalten werde, wird wohl die Monioporas sein. Aber sonst wird sich dann darauf hinauslaufen, dass ich dann halt ein komplett reines SPS-Becken habe. Das ist eigentlich auch das, was mir gefällt. Erstmal hatte ich gedacht, Mischbecken. Aber das passt einfach nicht zusammen. Die Weichkorallen mit den Steinkorallen, das ist einfach Schiss. Die brauchen wenig, die Weichkorallen brauchen ein bisschen mehr Nitrat. Und dann die Coniopora brauchen auch normalerweise ein bisschen mehr. Das ist scheiße. Besser ist echt, man konzentriert sich entweder auf SPS oder nur LPS oder nur Weichkorallen. Weil dann funktioniert das eigentlich ganz gut. Aber wenn man das halt vermischen möchte, dann kommt immer irgendwie eine Korallenart kommt ein bisschen zu kurz. Die einen brauchen ein bisschen mehr Wasser, Nährstoffe, die anderen brauchen ganz saubereres Wasser. Und das ist halt, naja, ich auch noch eine schöne Aquapora. Sonst die Platte ist ultra gewachsen, hinten die Aquapora, die kommt gar nicht hinterher, so schnell wie die Montiboras wachsen. Und sonst, wie gesagt, läuft bis auf das Calcium, der Calcium erhöht ist, läuft es wirklich super gut. Jetzt fängt gerade Wellenbewegung an, ihr seht das Wasser hoch und runter. Und ach, endlich habe ich auch einen zweiten, ich wollte ja noch so ein Pärchen von den Mandarinen, Fischis. Und die tanzen wirklich. Also kurz bevor Licht ausgeht, so 15, 20 Minuten vorher, treffen die sich an der Oberfläche, hier ungefähr in der Mitte.
Und dann fangen die da an, ihr Tänzchen davor zu führen. Das ist echt, muss man echt sagen, ist echt schön. Also echt, das ist echt toll. Und jetzt versuche ich nur noch von den Anemonenfischart noch einen zu bekommen. Das ist nicht so einfach. Ich habe den schon ein paar Mal so bestellt, aber irgendwie kriege ich den irgendwie nicht. Entweder ist er nicht lieferbar oder ist halt nicht so wie in Deutschland. Hier auf Teneriffa muss man halt alles ein bisschen warten. Ja, was ich machen will, als wie gesagt, ach und Zoas möchte ich halt noch ein bisschen mehr haben. Die Steine hochwachsen, aber naja. Dann hatte ich mir noch Euphilia gekauft über ein Foto, aber die ist in einem echt schönen Zustand. Jetzt ist sie sich gerade mehr holen. Jetzt ist sie endlich mal offen. War fast eine Woche, als ich die gekauft habe, war die zu. So langsam gehen die Köpfe auf. Ja, das ist so das Neueste, was zu berichten habe. Sonst Wasserwerte, Phosphat und Nitrat, ist alles genau, wie es sein soll. Und das war's schon wieder eigentlich. Ich wollte mich nur noch mal melden, dass ihr auch seht, dass ich auch auf Deutsch, ich habe ja viele Videos auf Spanisch gemacht, weil halt auch viele Spanier halt gucken. Ich habe ja so eine Statistik, da kann man auch so in der Tat auch viele Spanier, muss man halt, will ich halt jedem gerecht werden. Aber gut.